Hallo zum ersten Sportmagazin im Februar, heute mit weiteren Meldungen und Ergebnissen und danach gibt es noch Handball aus Pfullingen und mit Handball legen wir auch los. Nach der Spielabsage der Partie gegen den Thüringer HC steht für die Damen der TuS Metzingen am Samstag in der Öschhalle das Heimspiel gegen die Sportunion Neckarsulm an. Die Tussis haben ja aktuell 12:12 Punkte, die Gäste reisen mit 4:22 Punkten als Tabellenletzter an. Das Hinspiel ging mit 34:20 deutlich an die Pink Ladies. Dennoch warnt Trainer Werner Bösch, sie haben dieses Jahr schon gezeigt, dass sie gefährlich werden können. Es wird mit Sicherheit ein anderes Spiel als am ersten Spieltag oder im Test vor Weihnachten. Trotzdem müssen wir mit der Unterstützung der Fans daheim 2 Punkte holen. Sandra Erlingsdottir wird diese Runde nicht mehr spielen, aus einem freudigen Grund. Die 25-Jährige, deren Freund Daniel Ingason ja für den HBW spielt, ist schwanger. Nun steht auch fest, dass die Begegnung gegen den THC am 30. April nachgeholt wird. Gespielt wird in Tübingen. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Es werden keine neuen Tickets ausgestellt. Dies teilte der Verein auf seiner Facebook-Seite mit. In der dritten Liga steht für die zweite des HBW nach der knappen Heimspielniederlage gegen den Tabellendritten Pforzheim-Eutingen nun der Gang zum vierten nach Fürstenfeldbruck an. Der HBW 2 steht mit 12:22 Punkten auf Platz 13. Auch in dieser Runde ist Fürstenfeldbruck für mich eines der Top-Teams der Liga. Sie haben eine routinierte und eingespielte Truppe. Da kommt absolute Schwerstarbeit auf uns zu. Vor allem im Rückraum haben sie eine unfassbare Qualität. Aber im Moment auch einige Personalprobleme. Die gilt es für uns zu nutzen. Es ist Zeit für die ersten Punkte im neuen Jahr, so Trainer Micha Thiemann. Zum Fußball. Regionalligist TSG Balingen hat zum Ende der Wintertransferperiode noch 4-mal personell nachgelegt. Luca Campanile trainiert seit der Vorbereitung ja bereits mit und wechselt bis Saisonende von der U23 des FC Schalke 04 zur TSG. Die Eindrücke sind gut, wir schauen auf seine Entwicklung. Er könnte auch länger bleiben, so Geschäftsführer Jonathan Annel. Neu ist auch Mittelfeldspieler Marco Pilic, der zuletzt im Kader der Stuttgarter Kickers stand. Er ist physisch stark und variabel einsetzbar, so Annel über den 19-Jährigen. Mit Enrique, genannt Kike Katsianas Sanchez, hat man einen weiteren Mittelfeldspieler über den Sommer hinaus verpflichtet. Er trainierte schon beim VfB Stuttgart unter Murat Isik und stand im Kader der U15-Nationalmannschaft. Der 21-Jährige spielt ebenfalls im Mittelfeld und war zuletzt für den Regionalligisten e.V. Illertissen am Ball. Vierter Neuzugang ist Janik Brugger, der spielte in der Jugend unter anderem beim FC Bayern München und stand bei Eintracht Frankfurt sogar kurzzeitig im Profikader. Zuletzt war der Defensivspezialist vereinslos und zuvor bei Admira Wacker Mödling in der ersten österreichischen Liga aktiv. Wir haben darauf geachtet, dass die meisten der Neuen uns auch über die Saison hinaus ligaunabhängig weiterbringen können, so Annel. Wir haben die Sommertransfers quasi vorgezogen, um somit auch Abgängen entgegenzuwirken, ergänzt der erste Vorsitzende Eugen Straubinger. Zudem wollen wir weiter auf Talente aus der Region setzen. Auch der neue Coach ist zufrieden. Es freut mich sehr, dass sich weitere Spieler trotz anderer Möglichkeiten für uns entschieden haben und auch über die Saison hinaus unserem Projekt anvertraut haben, wird Isik in der Pressemeldung der TSG zitiert. Mit Tobias Dierberger hat auch ein Spieler die TSG verlassen. Der Stürmer bleibt aber in der Region und läuft ab sofort für den SSV Reutlingen in der Oberliga auf. Der 27-Jährige wechselte 2019 von der TSG Tübingen nach Balingen und traf in über 160 Spielen 28 Mal. Ein Verbleib über die Saison hinaus war nach den Gesprächen nicht realistisch, deshalb bot sich der vorzeitige Wechsel an. Tobi wird ablösefrei gehen, wir werden aber mit ihm eine starke Persönlichkeit verlieren, so Straubinger. Beim SSV freut man sich über den Neuzugang, der in der laufenden Runde immerhin 9 Scorerpunkte auf dem Konto hat. Er ist ein pfeilschneller, dynamischer und spielintelligenter Stürmer mit Zug zum Tor, der auch seine Mitspieler gut in Szene setzen kann, so der sportliche Leiter Christian Grieser. Die Pläne des SSV haben mich überzeugt. Es ist schön, wieder hier zu sein, wo alles angefangen hat, so Dierberger, der in der Jugend für den SSV, den FC Rottenburg und den TuS Ergenzingen gespielt hat.
Sowohl der SSV als auch die TSG sind ja am Wochenende bei der SG Empfingen, wie schon vermeldet, zu Gast. Die TSG trifft am Samstag bei einem Blitzturnier auf die SG und auf den Oberligisten FC Holzhausen. Der SSV spielt dann am Sonntag gegen den Landesliga-Spitzenreiter. Unsere beiden Verbandsligisten testen am Samstag jeweils zu Hause die TSG Tübingen kurzfristig gegen die zweite des FC 08 Villingen und der VfL Pfullingen gegen den Landesligisten Young Boys Reutlingen. Zurück zum Handball und da haben wir noch die Ergebnisse unserer Oberliga-Nachwuchsteams. Die weibliche A-Jugend der HSG Stuttgart-Metzingen kassierte eine 23:38 Niederlage gegen den Tabellenzweiten Frisch auf Göppingen. Mit 2:18 Punkten ist die HSG Schlusslicht. Am Sonntag geht's zur TSG Ketsch. Die männliche B-Jugend der JSG Balingen-Waldstätten feierte einen 43:28 Kantersieg bei der MTG Wangen und hat nun 13:11 Punkte. Louis Wenzler erzielte 13 Tore. Am Sonntag ist die SG Pforzheim-Eutingen zu Gast. Die weibliche B-Jugend des VfL Pfullingen unterlag dem Tabellenzweiten TuS Steißlingen deutlich mit 21:41. Die HSG Stuttgart-Metzingen setzte sich noch deutlicher bei der SG Kappel-Windeck-Steinbach durch. Clara Schlipf steuerte 14 Treffer zum 48:26 Sieg bei. Am Samstag empfängt der VfL die SG Schotzach-Bodwartal. Die HSG spielt am kommenden Mittwoch gegen den Tabellenführer TV Nellingen. Nellingen hat bislang alle 13 Spiele gewonnen. Die HSG ist aktuell Dritter. Der VfL steht auf Platz 7. Wir bleiben beim Nachwuchs und wechseln zum Basketball. In der Relegationsrunde der Jugendbundesliga musste sich die U16 der Young Tigers bei den Rhein-Neckar Metropolitans klar mit 65:90 geschlagen geben. Wir haben derzeit viele kranke und verletzte Spieler und konnten nur zu neunt antreten, so Trainer Svetkov. Am Sonntag geht's nun nach Ulm. In der Endrunde der Oberliga hatte die U18 der TSG Reutlingen Ravens mit 87:100 gegen Schlusslicht Söflingen das Nachsehen. Am Samstag geht es nun zum Tabellenführer zur BG Firnheim-Weinheim. In der Platzierungsrunde der Oberliga musste sich die U18 der Young Tigers Tübingen im VfL Kirchheim mit 73:77 geschlagen geben. Damian Obi kam auf 29 Punkte. Am Sonntag geht es nun zu den noch sieglosen Panthers nach Böblingen. In der ersten Regionalliga Südwest steht für die TSG Solkom Ravens Reutlingen am Samstag, wie schon vermeldet, das Derby gegen den MTV Stuttgart an. Nach der schwachen Leistung bei der Niederlage beim Ulmer Nachwuchsteam wollen die Ravens zu Hause natürlich wieder ein anderes Gesicht zeigen. Beide Mannschaften haben aktuell jeweils 22 Punkte. Der SV 03 Tigers Tübingen reist zum Kellerduell nach Hanau. Die Hessen haben 4 Punkte, die Tübinger 2. Das Hinspiel ging an Hanau. Bei einer Niederlage wird es dann richtig eng in Sachen Klassenerhalt. Das abgesagte Heimspiel gegen Heiterbach wird nun am 20. März nachgeholt. Nach der Niederlage im Verfolgerduell bei den Blue Volleys Gotha steht für die Zweitliga-Volleyballer des TV Rottenburg am Sonntag das Heimspiel gegen den SV Schweig auf dem Programm. Gotha und der TVR haben nun jeweils 32 Punkte, Spitzenreiter VC Eltmann hat 41 Zähler. Schweig steht mit 27 Punkten auf Platz 5. Zuletzt kassierte man eine 0:3 Niederlage gegen Dresden. Das Hinspiel haben die Rottenburger in Schweig mit 1:3 verloren. Da haben wir noch eine dicke Rechnung offen, die wollen wir unbedingt begleichen, so Trainer Jan Scheuermann, der personell wohl wieder aus dem Vollen schöpfen kann. Zur Leichtathletik und da haben wir, wie angekündigt, noch den dritten Teil der Podestplätze bei den Landesmeisterschaften im Sindelfinger Glaspalast. 8 Medaillen gab es in der Altersklasse U18. Larissa Klump von der TSG Balingen ließ über die 200 Meter die Konkurrenz hinter sich. Sina Stoll, TB Teilfingen, wurde Landesmeisterin im Hochsprung und Antonia Heberle vom TV Rottenburg im Kugelstoßen. Jule Trickel, TV Waldstätten, holte Silber über die 60 Meter Hürden. Ihr Teamkollege Janis Gartmann gewann gleich zweimal Bronze über die 200 Meter und über die 60 Meter Hürden. Trickel lief zudem noch über die 60 Meter flach auf Rang 3. Dritte Plätze gab es auch noch für Marlene Grünwald von der LG Steinlach-Zollern über die 400 Meter und Felicitas Krämer, TV Rottenburg, im Dreisprung. Auch in dieser Altersklasse erreichten unsere Cracks dazu noch weitere Top-10-Platzierungen.
Die Badmintonabteilung der TuS Metzingen war Ausrichter des Bezirksranglistenturniers im Einzel und im Doppel. Lokalmatador Frank Hagemeister unterlag erst im Finale Bundesligaspieler Simon Kramer. Der Sieg im Herrendoppel ging an die Sportvereinigung Mössingen im Finale gegen Hagemeister Frieder Tausch. Im Damendoppel holte sich die Metzingerin Franka Singer mit ihrer Herrenberger Partnerin den Turniersieg. Das TuS-Duo Caroline Bleich, Julia Schellig erreichte das Halbfinale. Knapp 70 Spielerinnen und Spieler waren in der Schönbeinhalle am Start. Zum Schluss noch ein Abstecher zum Judo. Jede Menge Titel und Medaillen gab es für die Athletinnen und Athleten der Altersklasse U11 bei den Bezirksmeisterschaften in Balingen. Der Nachwuchs der Sportschule Kustusch gewann allein 7-mal Gold. 3 Titel gingen an die TSG Reutlingen. Je 1-mal Gold gewannen jeweils der JC Balingen, die TSG Balingen und der JSV Tübingen. Dazu gab es für unsere Vereine noch zahlreiche weitere Podestplätze. Und jetzt gibt es bei uns noch Handball aus Pfullingen. Der VfL ist ja in der dritten Liga mit 2 Heimsiegen ins neue Jahr gestartet. Nach dem Erfolg gegen Schlusslicht TGS Pforzheim zeigte der VfL beim 37:29 Sieg gegen den TSB Heilbronn Heukheim, wie berichtet, eine ganz starke Vorstellung. Mit 21:13 Punkten steht man aktuell auf Platz 5. Am Samstag kommt Aufsteiger VfL Waiblingen in die Abhalle. Top 5 ist das große Ziel. Ich glaube, da seid ihr jetzt auf einem guten Weg und ihr robbt euch da weiter ran an ins erste Drittel. Wir müssen jetzt so weitermachen. Wir haben jetzt nächste Woche nochmal ein Heimspiel. Dann fahren wir, glaube ich, nach München und dann versuchen wir den Trend aufrecht zu erhalten. Und wenn wir das schaffen, dann schauen wir, was am Ende für einen Tabellenplatz rauskommt. Lukas, abschließend noch persönlich, du wirst den VfL verlassen. Vielleicht kurz noch zu den Beweggründen. Es geht nach Neuhausen-Filder. Zurück zu meinem Heimatverein. Es ist einfach so, dass ich bei der Polizeischicht und ich ein ganz gutes Gefühl habe, dass ich ein bisschen mehr Luft habe in Neuhausen. Dort wieder ein Training vielleicht noch mehr machen zu können, weil sie eine Trainingseinheit mehr haben. Trotzdem ist es ein kürzerer Fahrtweg und ich freue mich, zurück zu meinem Heimatverein zu kommen. Aber trotzdem hatte ich am Anfang Bauchweh, weil die jetzt in meinem 5. Jahr Pulling doch schon der VfL mir auch ans Herz gewachsen ist. Ich denke, wir müssen jetzt einfach mal, so blöd wie es klingt, auf uns selber gucken, dass wir mal wieder zu unserer Stärke finden, wieder den Pfullinger Handball zeigen, den wir zeigen wollen. Und dann, denke ich, ergibt sich der Rest einfach von alleine. Wie gesagt, für uns ist wichtig, jetzt einfach mal wieder in die Spur zu kommen, was gute Leistung angeht. Und dann wird sich der Rest, denke ich, schon ergeben. Okay, Julian, abschließend noch persönlich. Du wirst den VfL verlassen im Sommer. Vielleicht kurz zu den Beweggründen. Was machst du und warum der Schritt? Ja, bei mir ist jetzt so, dass ich im Mai voraussichtlich mein Studium abschließen werde und dann mir fest vorgenommen habe, noch eine gewisse Zeit im Ausland zu verbringen. In welcher Form ist noch nicht ganz klar. Und wenn ich das jetzt nicht mache, werde ich es wahrscheinlich nie wieder machen. Deshalb ist für mich jetzt die Zeit gekommen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall das letzte halbe Jahr hier auf jeden Fall noch genießen, vor so geilen Fans hier zu spielen. Und es macht einfach Spaß und ich werde es natürlich vermissen, klar. Ja, jahresübergreifend ist es der 4. Sieg in Folge. Wir wollen natürlich nächste Woche weitermachen, um irgendwie vielleicht in so einen Lauf reinzukommen. Und dann schauen wir mal, was das noch wird. Also Top 5 ist schon unser Ziel. Da wollen wir auch dieses Jahr hin. Und ich denke, mit diesem Team, was ich jetzt im Moment habe, kann ich gut arbeiten. Da können wir dann auch viel wechseln und dann wird es auch schwierig, uns zu schlagen. Ehrlich gesagt, habe ich mir bisher noch gar keine Gedanken über die nächsten Wochen gemacht. Ich glaube, wir haben uns in der Hinrunde haben wir gesehen, dass es mehr Sinn macht, Spiel für Spiel zu schauen. Und jedes Spiel für sich anzugehen. Wenn du in jedem Spiel dann 100% ablieferst, dann glaube ich, schaffst du es am Schluss oben rein. Aber es gibt so viele Sachen, die da reinspielen können, dass es schwierig ist. Auf der einen Seite ist es natürlich immer schade, wenn Spieler, die jetzt auch über eine gewisse Zeit lang hier waren, vor allem natürlich auch ein Lukas Fischer, aber auch die anderen zwei, und mit denen man sich gut verstanden hat, wenn die den Verein verlassen, ist immer schade. Auf der anderen Seite sehe ich immer noch viel Potenzial und viel Qualität in der Mannschaft und bin mir auch sicher, dass wir nächstes Jahr wieder eine schlagkräftige Mannschaft aufstellen. Fischer spielt dann zusammen mit Felix Zeiler, der ebenfalls zum TSV Neuhausen-Filder wechseln wird. 12 Spieler haben ja ihre Verträge bereits verlängert, unter anderem ja auch Niklas Roth. Weiterhin an Bord bleiben werden zur neuen Runde, wie auch schon kurz vermeldet, an der Seite des neuen Cheftrainers Fabian Gerstlauer, Co-Trainer Christian Jabot und Torwarttrainer Simon Tölke. Ich habe im Gespräch mit Fabian bereits gemerkt, dass die Zusammenarbeit gut funktionieren kann und wir menschlich auf einer Ebene sind, so der ehemalige Rechtsaußen.
Christian hat in dieser Saison schon einen sehr guten Job gemacht. Gerade die jungen Außenspieler profitieren von seiner Erfahrung, so Tölke, der ja auch sportlicher Leiter ist. Zurück zur Gegenwart. Jetzt steigt also das dritte Heimspiel in Folge. Der VfL Waiblingen steht mit 6 Punkten auf dem drittletzten Platz. Das Hinspiel war eine enge Kiste. Mühlhäuser traf da 16 Sekunden vor Schluss zum 35:34 Sieg. Ja, ist natürlich jetzt dem geschuldet, dass wir in der Hinrunde so viele Auswärtsspiele hatten, dass wir jetzt gleich 3-mal hier zu Hause ran dürfen. Gegen einen Aufsteiger müssen wir natürlich die Punkte hier holen. Es wird aber nicht einfach. Wir haben uns auch dort extrem schwer getan im Hinspiel. Und das hast du auf jeden Fall gewarnt, was da auf uns zukommt. Wir werden uns natürlich die Woche wieder richtig gut vorbereiten und dann hoffentlich wieder ein gutes Spiel zeigen und die 2 Punkte hier behalten. Ja, ich denke, die müssen jetzt schon schauen. Also sie haben ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt, weil sie im Fürstenfeld gewonnen haben. Das wird kein Selbstläufer. Die Jungs müssen diese Woche da einfach gut weiterarbeiten. Und dann werden wir uns auch auf Waiblingen wieder gut vorbereiten. Und dann hoffe ich, dass die 2 Punkte wieder im Frühling bleiben. Ja, müssen wir auch wieder gewinnen, ganz klar. Roth bringt es in 2 Sekunden auf den Punkt. Er vertritt ja derzeit auch den verletzten Kapitän Lukas Lies, der derzeit an seinem Comeback arbeitet und hoffentlich bald wieder zurückkehrt. Ich hoffe auch, dass er bald wieder zurückkommt. Wir brauchen unseren Captain auch. Er ist sehr wichtig für unsere Mannschaft. Und ich durfte heute sein Trikot tragen in der 2. Halbzeit. Und ich hoffe, dass er es bald wieder selber tragen kann. 33 vom Luki und den Schlachtruf stimmt er weiterhin an. Und hoffentlich dann auch die nächsten Heimspiele kommen ja wieder ein paar in Folge. Genau, hoffentlich führt er uns dann auch bald wieder aufs Feld und dann gewinnen wir hoffentlich noch die restlichen Heimspiele. Hausmann und Mühlhäuser konnten diese Woche nur eingeschränkt trainieren. An Fastnet macht dann die Liga Pause und das war's vom Sport. Ihnen wie immer ein schönes Wochenende.